Eine perfekte Lüge ist, die möglichst viel Wahrheit drin hat und dann aber so verdreht ist, dass sie nicht mehr wahr ist. Herzlich willkommen bei Lügenbrecher. Mein Name ist Inga Hase und heute geht es um die fünf Lügen über Jesus. Ich muss zugeben, bei diesem Video in der Vorbereitung war ich selber überrascht. Ja, dass ich manche Lügen noch irgendwo in meinem Hinterstübchen im Köpfchen übrig gelassen hatte. Und du wirst staunen, wenn ich so eine Lüge dir präsentiere und du so wirst erschüttert sein und sagen, Inga, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist doch wahr. Also das höre ich jeden Sonntag. Wie behauptest du, dass das, diese Eigenschaft von Jesus, dieser Titel von Jesus, falsch sein kann? Und ich will dir vorweg immer wieder nochmal deutlich machen. Eine perfekte Lüge ist, die möglichst viel Wahrheit drin hat und dann aber so verdreht ist, dass sie nicht mehr wahr ist. Das ist eine perfekte Lüge. Jede Lüge hat ein bisschen Wahrheit und jede Lüge, sie, die Bibel beschreibt das so, sagt das, wonach unsere Ohren jucken. Ich habe das im Eingangsvideo über den Kanal nochmal beschrieben. Ihr Lieben, die Lügen sind ja deshalb so gut, weil wir sie gerne glauben, weil das ist das, was wir uns sehnlichst wünschen oder was uns Glauben macht, uns aus einer Not zu befreien. Deswegen lasst uns durchstarten. Wir fangen mit der ersten Lüge an. Jesu Hauptbotschaft war die Liebe. Ups. Ich will dich schon mal vorweg warnen, das ist noch eine kleine Lüge. Es gibt noch andere, wo du denkst wahrscheinlich, Mann, Inga, das steht doch so in der Bibel. Wie immer fangen wir natürlich mit den Bibelstellen an, die besagen sollen und unterstreichen sollen, dass Jesu Hauptbotschaft die Liebe war. Aber dem ist nicht so und ich werde es dir, ich verspreche es dir, beweisen. Richtig beweisen. Matthäus 22, Vers 36, ein Hauptvers. Jesus wird gefragt, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ja, Inga, hier haben wir es doch. Also das Allerwichtigste, sagt Jesus, ist die Liebe. Also ist doch alles, was er predigt, geht um die Liebe. Aber das stimmt nicht. Die Frage der Pharisäer, die fragen ihn übrigens, ja, nicht die Jünger, sondern die Pharisäer fragen ihn, um ihn auszutricksen, wie immer. Sie fragen ihn, was das größte Gebot ist, nicht was seine Hauptbotschaft ist. Also, wenn man mich jetzt fragt, hier in meinem Büro, ja, Inga, was ist die wichtigste Regel hier im Büro? Ja, dann würde ich wahrscheinlich zwei Dinge sagen. Das ist, dass hier Ordnung herrscht, ja, und dass wir liebevoll miteinander umgehen. Und dann geht jemand raus und sagt, ha, also GVC geht nur um Ordnung im Büro und nur, dass wir nett miteinander sind. Und dann würde ich sagen, warte mal, Moment mal, das war nicht die Frage, ja. Also, wenn du um die Hauptbotschaft von GVC, wenn du mich das fragen würdest, dann würde ich eine ganz andere Antwort geben. Versteht ihr, was ich meine? Also Jesus sagt, ja, das Hauptgebot ist die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, die miteinander zusammenhängt. Es geht hier übrigens nicht um Selbstliebe, denn hier in dem Bibelvers wird die Selbstliebe vorausgesetzt. Steht übrigens im Epheser 5. Da heißt es, die Bibel setzt voraus, jeder Mensch liebt erstmal sich am meisten. Ja, und am ersten. Aber wir sollen den anderen genauso lieben. So, und was dann auch noch heißt, dieser kleine Satz ist so wichtig, das heißt nicht, dass alle anderen Gebote und Gesetze und Worte Gottes hinfällig sind. Sagen auch viele. Ja, wir müssen ja nur Gott lieben und den Nächsten wie mich selbst. Ah ja, gut, dann können wir doch auch sagen, du meine Güte, wenn wir uns jetzt hier in Liebe und Einvernehmung trennen, dann ist das doch hier die Erfüllung des Gebotes. Oder eine homosexuelle Ehe, das erfüllt doch das Gebot. Die lieben sich, die lieben Gott, die lieben sich, wunderbar. Aber hier heißt es nicht, dass diese beiden Gebote alle anderen in den Schatten stellen. Und wichtiger sind wir alle. Hier heißt es, ich zeige es dir nochmal, an diesen zwei Geboten hängen
die anderen Gebote. Das heißt, die anderen, alle anderen Geboten erklären, wie das geht. Wie liebe ich Gott? Indem ich ihn an erster Stelle stelle und ihm mehr gehorsam bin als Menschen. Ich liebe Gott, indem ich das Evangelium verkünde. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten ist wie ein Fundament und der restliche Teil der Bibel zeigt, wie du das ganz genau umsetzen kannst. Jetzt kommen wir aber mal zu dem Beweis, was eigentlich die Hauptbotschaft Jesu war. Hier gibt es einen Beweis. Und zwar gibt es ein Buch und dieses Buch hat, und ich habe es kontrolliert, es stimmt, die ganzen Botschaften Jesu in allen vier Evangelien aufgelistet. Und zwar in 50 verschiedene Themenbereiche. Und diese 50 verschiedene Themenbereiche, die hat man jetzt gefüllt. Also man hat gesagt, dieser Bibelvers oder diese Stelle geht über das Thema. Die Stelle über das, die Stelle über das. 50 Themen. Ein Thema von diesen 50 ist Nächstenliebe. Ein Thema ist Liebe an sich. Ein anderes Thema ist zum Beispiel Heiliger Geist. So, jetzt bevor ich dir das Bild zeige, möchte ich dich jetzt mal bitten, rate mal, welches die 5 Hauptthemen sind und wie viel Prozent sie der ganzen Botschaft einnehmen und welche die 3 wenigsten oder die 5 geringsten Themen sind von den 50. Rate das mal. Hab das mal im Kopf. Überleg mal. Okay, hast du was, ja? Jetzt kommt das Bild und du siehst hier schon, es gibt also diesen Halbkreis hier und ganz außen, also ganz oben gibt es einen roten Strich. Und dieser rote Strich ist die Botschaft, das Thema, was Jesus am allermeisten bespricht und am allermeisten predigt. Und ihr seht allein schon daraus, dass es nicht so ist, dass diese 50 Themen ähnlich oft erwähnt werden. Auch nicht mittelmäßig, also auch nicht, dass man sagt, die Hälfte wird ganz viel, die anderen wenig, sondern das Hauptthema, dieses rote am Rand, wo ich euch, ihr seht es jetzt schon, das wird 3-mal so viel wie alles andere von Jesus besprochen. Also wirklich am allermeisten. Es ist wirklich die Hauptbotschaft von Jesus. Dann gibt es noch hier dieses zweite und dritte, das ist so ungefähr 60%, also 40% weniger wie diese Hauptbotschaft. Und dann kommt erstmal lange gar nichts und dann kommen die anderen Themen. Und die letzten 5, wie ihr das da seht, die werden eigentlich nur 4-5 Mal erwähnt in den ganzen Evangelien. Die 5, also das erste Thema. Und jetzt würde ich mal sagen, auch mit dieser Dimension kann man mal sagen, das war die Hauptbotschaft Jesu. Das war sein Hauptauftrag. Ja? Das wichtigste Gebot ist die Art, wie er das Thema in die Welt bringt, was das Ziel von dem Thema ist. Aber das war der Auftrag Jesu, der Hauptauftrag. Ja? Auch interessant, oh Inga, der Hauptauftrag war doch für uns zu sterben. Ja, dieses Sterben und Auferstehen war aber zusammenhängend. Denn das war der Auslöser vom ersten Thema. Und jetzt verrate ich es euch, ihr habt es ja schon gelesen. Das wichtigste Thema war Himmelreich. Jesus hat über ein Himmelreich gepredigt, was er auf diese Welt gebracht hat, was diese Welt durchsäuern sollte wie ein Sauerteig, bis es am Ende alles durchsäuert hat. Und dieses Himmelreich wird am Ende alle Könige und Nationen und Leiter und Kanzler mit einschließen. Das Himmelreich. Das zweite hängt nämlich damit zusammen, über Vater Gott. Im Gegensatz vorher ging es eher um Gott Jahwe, Gott Schöpfer. Und jetzt führt Jesus ein, ab heute, ab dem Moment, wo ich jetzt hier auf die Erde komme, ist Gott in allererster Linie euer
Vater. Er ist unser Vater. Er ist unser Vater und König von diesem Himmelreich. Es ist eine ganz neue Beziehung, die wir zu Gott haben. Nicht mehr als Distanz, sondern als sein Eigen. Wir sind sein eigenes Volk, seine eigenen Kinder. Das dritte ist der Glaube, immer in Beziehung auf das Himmelreich. Nur wer an Jesus glaubt, an Jesus und sein Himmelreich, was er auf diese Erde bringt, wird Bürger werden. Und das letzte und fünfte, und das finde ich doch sehr spannend, der Gegenspieler. Jesus spricht tatsächlich sehr viel über den Satan und die Hölle, weil er warnen will, wenn du nicht im Teil des Himmelreichs bist, sagt er sehr oft, bist du per se verloren. Es gibt nur noch diese zwei Reiche. Und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich, ich hoffe, nicht in Ohnmacht fallen. Ja? Also bitte fall nicht in Ohnmacht, aber tatsächlich sehr wenig geht es direkt um Liebe und Nächstenliebe. Liebe und Nächstenliebe ist auf Platz 42 und 43, also im letzten Zehntel. Es sollte uns zu denken geben. Kommen wir zur nächsten Lüge, und das ist, Jesus hat niemanden verletzt. Inga, kannst du nicht behaupten, dass Jesus Menschen verletzt hat, wenn dann aus Versehen. Matthäus 11, Vers 48, darüber hin auch viele Predigten. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja, Inga, da haben wir es doch. Also wir können alle zu ihm kommen und er verletzt uns nicht wie alle anderen. Ja, er droht uns nicht. Er lädt uns keine unnötigen Lasten auf. Er befreit uns. Er erquickt uns. Er erfüllt uns. Er will Glück für uns. Aber so steht es daran nicht. Kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Wodurch? Indem ihr mein Joch auf euch nehmt und von mir lernt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Komm her zu mir, die du beladen bist mit Stolz und Selbstsucht, denn ich will dir beibringen, nimm deinen Stolz und deine Selbstsucht, dein ewiges um dich selbst drehen. Ja? Nimm es ab, das Joch, und nimm mein Joch auf dich, denn das Joch ist demütig und sanftmütig. Das ist das, was die Botschaft hier sagt. So werdest du Ruhe finden für deine Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Im Gegensatz zu deinem Joch von Stolz, Selbstsucht, Selbstmitleid, Selbstzentriertheit. Das ist hart und es macht dich kaputt und die Menschen um dich herum. So, jetzt lesen wir aber mal, wie Jesus Menschen verletzt hat. Ja? Matthäus 23, Vers 33 heißt es, wo Jesus zu den Pharisäern sagt, Schlangen und Otternbrut, wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wenn Jesus das zu dir sagen würde, wärst du da verletzt? Ja. Also wenn jemand mir sagt, du Schlangenbrut, Inga, du bist eine Schlange und du wirst dem höllischen Feuer nicht entfliehen. Da wäre ich nicht nur verletzt, da wäre ich schockiert. Ja, ich wäre am Boden zerstört. Matthäus 12, Vers 48. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Also ganz ehrlich, ich hatte das mal bei meinem Sohn. Ja, und zwar, ja, da hatte ich ihn dann irgendwie gefragt, ja, warum hast du mich da nicht angerufen und so weiter. Er sagt, ja, Mama, warum solltest du wichtiger sein als derjenige, der jetzt da gerade, mit dem ich da telefoniert hatte? Ja, ein bisschen platt ausgedrückt, aber so ungefähr war das. Und das war für mich total verletzend. Und danach im Auto habe ich dann auch mit ihm geredet, gesagt, du, wenn du anrufst, da würde ich sofort dich dran nehmen. Ja? Aber das fand ich gut, weil er hat mich dann zurechtgerückt. Weil er sagte, Mama, natürlich bist du mir erstmal wichtiger wie andere. Aber trotzdem heißt es nicht, dass in jeder Zeit du jederzeit bei mir reinkommst, sondern ich habe mein Leben und meinen Auftrag. Genau das ist das, was Jesus sagte. Ich glaube schon, dass die Mutter etwas verletzt war, etwas erschrocken. Wie, was? Wir sind hier nicht wichtiger. Das sind deine Mütter und deine Geschwister, nicht ich. Aber damit rückt Jesus zurecht. Sein wichtiger Auftrag war, seine Jünger
und seine Botschaft und sein Himmelreich auszubreiten. Und ja, das hat Menschen verletzt. Und zwar Menschen, die eine falsche, egozentrische Erwartung an ihn hatten. Die dachten, Jesus ist nur für sie da. Und jetzt klingelt es wahrscheinlich in unseren Ohren, wo man merkt, wie viel von dem Jesusbild, was heute vermittelt wird, unseren Stolz erstmal so richtig aufpustet. Der Stolz, der ein Joch ist, was uns kaputt macht. Matthäus 10, Vers 35, letzter Vers für dieses Thema. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Jetzt mal ganz ehrlich, ist das verletzend, wenn um Jesu Willen sich Familien trennen? Ja, das tut weh. Autsch und Aua. Hat Jesus das absichtlich gemacht? Geht es ihm darum, Schmerzen in die Welt zu gehen? Geht es ihm darum, ich will den Menschen verletzen? Nein! Ihm geht es darum, den Menschen zu retten aus der Sünde. Ihm geht es darum, sein Himmelreich auf dieser Erde, sein Himmelreich von Frieden, Freude und Liebe zu errichten. Und wen das stört, wer damit nicht einverstanden ist, wer daran nicht glaubt, ja, die Bibel sagt klar und deutlich, der wird zerschellen. Nicht nur verletzt sein, der wird zerschellen an dem Eckstein, zu dem Gott Jesus gemacht hat. Jetzt kommt die dritte Lüge. Keine Sorge, es wird immer kürzer, aber wir merken, es handelt sich immer um das ähnliche Thema. Jesus nimmt jeden an, wie er ist. Ach du meine Inga, jetzt geht es wirklich zu weit. Natürlich nimmt doch Jesus jeden an, wie er ist. Wir lesen die Bibelstelle dazu, Johannes 8, Vers 5. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen, es war eine Ehebrecherin, zu steinigen. Was sagst du? Da sagten sie aber, um ihn zu versuchen, mal wieder, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Also meine Leute, mal ganz ehrlich, hier sollte eine Ehebrecherin gesteinigt werden, ja? Und statt, dass Jesus sich beschützend vor sie schmeißt und sagt, bringt er mich um als sie, sowas haben wir manchmal so in unserer Vorstellung, setzt er sich hin und schreibt in den Sand. Steht hier nicht drin, was er schreibt. Es wird gemunkelt, es sind die Sünden der Menschen, die da um ihn rumstanden. Ja, kann gut sein. Aber er schreibt erstmal, statt sich jetzt vor diese Sünderin zu schmeißen. Als sie ihn beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Also wieder schmeißt er sich nicht vor die Frau oder sagt, wie könnt ihr sie so steinigen? Wir müssen sie annehmen, wie sie ist. Das sagt er mit keinem Wort. Das Einzige, was er sagt, ist, wenn du ohne Sünde bist, dann kannst du sie steinigen. Wenn nicht, bist du genauso sündig. Und dann gehen alle weg. Wohlweislich, würde ich auch tun, weil keiner ohne Sünde ist. Und jetzt kommt die Reaktion Jesu. Und die Frau kommt und Jesus sagt, wer hat dich gesteinigt? Sie sind alle weggegangen. Und dann sagt Jesus, so werde ich dich auch nicht verdammen. Geh hin und sündige nicht mehr. Geh hin und sündige nicht mehr. Jesus, jeder kann zu Jesus kommen. Aber er kann nicht so bleiben, wie er ist. Lass mich ganz klare Worte finden. Wenn du denkst, du kannst in Sünde bleiben und es wird nichts machen und du kannst einfach weiter so im Himmelreich bleiben, dann bist du falsch, auf dem falschen Dampfer. Weil diese Sünde macht dich und andere kaputt. In Jesu Himmelreich ist unsere Bestimmung, es ist eine Bestimmung, uns zu heiligen und uns aus der Knechtschaft der Sünde zu befreien. Und die anderen Menschen und Gott zu lieben wie uns selbst. Kommen wir zur vorletzten Lüge. Jesus hat um jeden Menschen gekämpft. Matthäus 18, seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins unter ihnen sich verirrte, lässt er nicht die anderen 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich verirrten. Das nehmen viele und sagen, Jesus kämpft um jeden einzelnen Menschen. Aber auch hier
müssen wir gucken, was steht in dem Text erstens und was sagen andere Stellen über dasselbe Thema. In diesem Text, Matthäus 18, auch wenn du das ganze Kapitel liest, geht es ganz viel um Kinder und in diesem Text ganz speziell um verirrte Kinder. Also Menschen, die Jesus noch nie verstanden haben, die gar nichts über Sünde wissen. Verlorene Menschen heißt Menschen, die nicht von Jesus gehört haben und deswegen nicht gerettet werden können. Ja, und da geht Jesus nach, und zwar durch dich und mich. Und er sucht sie und er freut sich über jeden Sünder, der sich, jetzt kommt es, bekehrt, weil er zurück zur Herde geht, zu Jesu Herde. Aber was ist denn mit den anderen? Jetzt lesen wir Matthäus 19, Vers 21. Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Also hier will jemand ins Himmelreich, er will zu Jesus und statt so, ja, ich nehme dich auf, ja, sagt Jesus, okay, wo hältst du die Gebote? Und er sagt, ja, ich halte alle Gebote. Und dann legt Jesus noch was drauf und sagt, weil er merkt, wo sein Herz eigentlich dran hängt. Und er legt was drauf, sagt, gib dein Reichtum ab und folge mir nach. Rennt Jesus ihm hinterher? Nein, er lässt ihn ziehen. Er ist traurig. Und er sagt, es ist so schwer, wenn ein Mensch an Geld und an Jesus meint, an Gott meint, gleichzeitig hängen zu können. Ich denke, diese Stelle spricht für sich und wiederholt nochmal das, was ich eben gesagt habe. Und jetzt kommt der letzte Punkt, ihr Lieben. Jesus hat nie etwas mit Politik zu tun. Das ist der letzte Punkt, der nochmal ein bisschen anders ist, wo ja auch viele sagen würden, aber Inka, Jesus wollte nie König werden. Lesen wir die entscheidende Stelle. Da heißt es, Pilatus, bist du der König der Juden? Darauf antwortete Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt, als der hauptzitiertesten Stellen. Ja, nebenbei kommt nur zweimal in der ganzen Bibel vor. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so würden meine Diener für mich kämpfen und ich würde den Juden nicht überliefert werden. So, Inga, ist doch super. Also, Jesu Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus wollte nichts mit der Politik zu tun haben. Er wollte auch nicht zum König gesalbt werden, als man ihn zum König salben wollte. Aber ihr habt nicht weitergelesen. Da heißt es im Weiteren, Pilatus fragte ihn daraufhin erneut, so bist du dennoch ein König? Und Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Was er hiermit sagt ist, ich bin ein König. Und ich richte mein Reich auf. Und zwar mit voller Macht. Nur mein Reich ist anders wie dein Reich, Pilatus. Dein Reich ist von Korruption geprägt, von Habgier, von Sünde, von Unterdrückung. Aber ich werde anders regieren. So, also diese Bibelstelle, die eigentlich sagen soll, dass Jesus nichts mit Politik zu tun hat, sagt dann auf der anderen Seite, doch in gewisser Weise ist er ein König, ein politischer König. Jetzt geht es weiter, Offenbarung 17, Vers 14. Sie werden Krieg führen gegen das Lamm und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren, der König aller Könige und mit ihm die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Und dann heißt es weiter im Timotheus, dass was bitte, also da wird Timotheus gewarnt, du sollst das Gebot unbefleckt und untadelig bewahren bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welcher uns zeigen wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Gewaltige. Im Timotheus steht der König aller Könige. König aller Könige ist politisch. Und dann zum Schluss, und damit beende ich dieses Video, Offenbarung 11, Vers 15. Und der siebte Engel blies seine Posaune und es erhob sich eine große Stimme im Himmel und sprach, hör gut zu und lest. Nun gehört die Herrschaft über, nein, nicht die Gemeinde, nein, nicht den geistlichen Bereich, über die Welt. Die Herrschaft über die Welt gehört nun unserem Herrn Jesus Christus. Er wird regieren über, nein, nicht nur seine Kirche, über die Welt. In Ewigkeit. Zu Ewigkeit. Amen.